Vermögensaufbau mit Immobilien, das ist ein Konzept, das in den letzten Jahren sehr, sehr gut funktioniert hat. Aber nachdem sich die ganze Situation am Immobilienmarkt verändert hat, heute ja nicht mehr ganz so einfach ist und man andere Wege finden muss. Und darüber spreche ich heute mit Leo Edlinger hier bei uns auf dem Kanal und heiße dich herzlich willkommen zurück bei BNB Pro Hosting, dem YouTube-Kanal und Podcast rund um das Thema Kurzzeitvermietung von Ferienwohnungen, Serviced Apartments, Airbnbs und Co. Ich bin Hendrik Kuhlmann und bei mir eben heute Leo Edlinger. Er ist Strategieberater hier bei uns bei BNB Pro Hosting in meinem Team. Berät unsere Interessenten dabei, ja, in der Strategie, wie man mit dem Thema Kurzzeitvermietung anfangen kann, wie man das Ganze aufbauen kann, hat also sehr, sehr viele Beratungsgespräche bei uns in diesem Bereich. Und ich dachte mir, Leo, du bist ein guter Gesprächspartner, um mal auf das ganze Thema Vermögensaufbau mit Immobilien zu sprechen zu kommen. Denn das hast du ganz ursprünglich mal angehen wollen, bis sich die ganze Marktsituation so verändert hat. Und dann bist du auf das Thema Kurzzeitvermietung gekommen. Also vielleicht, bevor wir da einsteigen in den fachlichen Teil, stell dich einfach mal ganz kurz selber vor. Genau, mein Name ist Leo Edlinger, ich bin 29 Jahre alt, komme aus der Nähe von Stuttgart und wie es der Hendrik richtig gesagt hat, ging es für mich um das Thema Vermögensaufbau mit Immobilien, also ganz klassisch Immobilie zur Kapitalanlage. Das funktioniert so, dass man in der Regel einen gewissen Teil anspart und dann irgendwie zur Bank geht, mit Fremdkapital das Ganze finanziert und dann aufbaut. Und jetzt hat sich tatsächlich, auch in der Zeit, in der ich das selber gemacht habe und angefangen habe, der Markt und die Situation einfach ein bisschen verändert. Sprich, Zinsen haben sich verändert, die Preise der Immobilien haben sich verändert, die Anforderungen an Eigenkapital haben sich verändert. Und entsprechend ist es so, dass wenn man das machen möchte und auch fortlaufend langfristig machen möchte, dass dann gerade das Thema Eigenkapital beziehungsweise auch mit dem Fokus auf Cashflow schwierig aussieht und man sich da echt ein bisschen was einfallen lassen muss. Und genau an dem Punkt war ich und bin dann tatsächlich selber auf BNB Pro Hosting gestoßen, um da einfach eine Alternative zu schaffen, wie gerade aus Sicht des Eigenkapitals und des Cashflow das Thema Immobilien ganz allgemein weiterhin interessant zu halten. Sprich, ursprünglicher Plan war langfristig Vermögensaufbau mit Immobilien. Kennt man ja auch, gibt es ja auch entsprechenden Content hier zum Beispiel auf YouTube, entsprechende Trainings dazu. Im Prinzip relativ simpel. Das Konzept ist, du hast einen gewissen Teil Eigenkapital, den du mitbringst. Und was passiert dann? Genau, man hat einen gewissen Eigenkapital, je nachdem wie auch so die Bedingungen der Bank sind, sagen wir mal. Sind es die Kaufnebenkosten oder ein bisschen mehr. Die Immobilie kauft man und entweder ist sie schon vermietet oder man vermietet ganz klassisch Langzeit. Und der Engpass, sagen wir mal, den es gibt, sind in der Regel zwei. Ne? Einerseits das Kapital, weil auch die von Bankenseite die Anforderungen, wie viel Eigenkapital man zum Wohnungskauf mitbringen muss, sich verändert haben auf Basis der Preise, der Zinsen. Und dann das Thema Mieteinnahmen beziehungsweise diese ganze Cashflow-Rechnung einer Immobilie. Wann ist in dem Konzept, ich sag mal, eine Immobilie spannend bisher gewesen? Also wann hat das Sinn gemacht, tatsächlich zu kaufen für den Vermögensaufbau? Kommt natürlich immer ein bisschen auf den Markt drauf an. Ne? Also da unterscheidet man ja auch zwischen A-, B- und C-Lagen in der Regel. Ja. Also bei einem A-Markt war das schon gut, wenn man, ich sag mal, 0 auf 0 irgendwo rauskam, beziehungsweise hier und dort mal vielleicht 50 Euro Überschuss oder sowas hatte. Dafür hatte man natürlich eine extrem gute Wertentwicklung und Preissteigerung in den letzten Jahren. Das heißt, A-Lage mehr oder weniger 0 auf 0 oder leichter positiver Cashflow. Sprich, im Prinzip, der Mieter zahlt mir ja auf die Dauer letztlich die Immobilie ab. Genau. Und spannendes Konzept, ich kenne das ja natürlich auch. Wie ist das heute? Funktioniert das noch in der Form? Funktioniert schon, jedoch kommt es immer so ein bisschen auf die eigene Motivation an. Also klar kann man auch jetzt noch Immobilien kaufen zu veränderten Konditionen mit mehr Eigenkapital. Aber gerade wenn man einfach vorhat, mehr zu machen, das Ganze vielleicht strategisch anzugehen, wirklich ein Portfolio auch aufzubauen, dann kommt man relativ schnell an seine Grenzen, weil die A-Lage, die mir vorher mit Zinstilgung und Mieteinnahmen irgendwo diese 50 Euro oder 0 auf 0 waren, die kostet mich inzwischen 250, 300 Euro. Und dementsprechend ist auch irgendwo gemäß der eigenen Haushaltsrechnung irgendwann Schluss. Ja, das heißt, früher war es so, 0 auf 0, bisschen positiver Cashflow,
hat Sinn gemacht. Der Mieter hat langfristig im Prinzip meine Immobilie finanziert und ich habe partizipiert an der Wertentwicklung. Jetzt in der geänderten Marktsituation ist aber häufiger eben so, dass die Rechnung einfach nicht mehr aufgeht und ich nicht mehr 0 auf 0 rauskomme oder ein bisschen positiven Cashflow habe, sondern vielmehr, dass es so ist, dass ich noch Geld mitbringe jeden Monat. Genau. Ist natürlich aktuell ein vorsichtiges Wort, aber muss man aufpassen, nicht Sklave seiner Investments zu werden, ja, um das mal so zu nennen, weil tatsächlich auch für viele das Thema Nachfinanzierung zum Beispiel von Immobilien jetzt große Überraschungen auf sich hält. Und deswegen gibt es eine Stellschraube, an der man drehen kann. Und das ist eben dieses, okay, muss Langzeitvermietung sein oder gibt es noch Gegenentwürfe dazu? Auch schon ausprobiert mit einfachen möblierten Konzepten, WG oder sowas. Das sind so, ja, Ideen, die in die Richtung gehen. Aber das große Potenzial ist dann natürlich im Bereich der Kurzzeitvermietung, wo man nochmal ganz andere Möglichkeiten dann hat. Ja, ich sag mal so, die klassische möblierte Vermietung, das kennt man ja. Okay, ich möbliere jetzt die Wohnung und nehme nochmal einen Aufschlag dazu. Da ist ja jetzt aber auch gerade ein Gesetzentwurf im Bundesrat. Da soll jetzt entsprechend nachreguliert werden, weil auch das teilweise ziemlich ausgeartet ist. Da ist auch so eine Art Mietpreisbremse im Gespräch, ja, dass der Möblierungszuschlag separat ausgewiesen werden muss. Aber auch damit in der Marktsituation jetzt mittlerweile vielleicht nochmal irgendwie ein Konzept, um auf oder 0 auf 0 rauszukommen. Und dann bist du, also hast du dir Gedanken gemacht, okay, was gibt's da sonst noch, und bist dann auf das Thema Kurzzeitvermietung aufmerksam geworden. Genau, also für mich war es keine Option, mit dem Thema Immobilien allgemein jetzt aufzuhören. Deswegen muss man dann einfach kreativ werden. Und ja, ich habe mich hingehockt, habe recherchiert, ganz klassisch, und bin dann selber auf B&B Bro Hosting gestoßen, beziehungsweise auf das Thema Kurzzeitvermietung, und habe dann gemerkt, eben, dass da Potenzial drin ist, was ich bisher noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Inwiefern? Einfach diese klassischen Unterschiede zwischen Langzeitvermietung und Kurzzeitvermietung, dass man da einfach mit anderen Sätzen arbeitet, beziehungsweise Möglichkeit hat, wirklich aus bestehenden Raum, was man entweder besitzt oder anmietet, wie auch immer, um einiges mehr rauszuholen. Das heißt, einiges mehr, wenn wir das jetzt vergleichen, so zu dem, ich sag mal, alten Konzept, ja, über das wir gerade gesprochen haben, dann habe ich da ja durchaus größere positive Cashflows, also wesentlich mehr, was auch übrig bleibt. Das heißt, eine adäquate Situation in der jetzigen Marktlage, um weiterhin zum Beispiel zukaufen zu können oder um einfach auch mit Problemen umzugehen. Da werden dir wahrscheinlich auch, da wird dir der ein oder andere begegnet sein, wo eben vielleicht auch das Thema Nachfinanzierung dann bald irgendwie ansteht, weil es irgendwie variables Darlehen ist mit einer entsprechenden entsprechenden Laufzeitende nachfinanziert werden muss, nachbesichert werden muss. Da könnte das auch eine Lösung sein. Du hast ja selber bei uns auch viele Eigentümer im Gespräch, in den Beratungsgesprächen. Was schlagen dir da so für Probleme oder für Gedanken irgendwo auch entgegen? Genau, also genau das ist das Thema, was du gerade angesprochen hast, Thema Nachfinanzierung, generell die Haushaltsrechnung bzw. die Cashflow-Rechnung, dass die nicht mehr stimmt. Und dann geht es eben darum, ich sag mal, nach Variablen zu schauen. Und wir haben halt wirklich Möglichkeiten, und das spreche ich aus Erfahrung, aus meinem eigenen Bestand oder aus den Gesprächen, teilweise das 3- oder 4-fache von klassischer Vermietung durch die Umstellung auf Kurzzeitvermietung rauszuholen aus exakt der gleichen Wohnung. Und das ist natürlich ein Potenzial, was man einfach auf dem Schirm haben muss, was man irgendwo kennen muss, ja, und kann dann wirklich mehr oder weniger das ganz einfach auch für sich, für seine eigene Situation anwenden. Ja, ist aber aus meiner Sicht tatsächlich mittlerweile so, dass es eigentlich so ein richtiges Werkzeug ist im Werkzeugkasten, wenn du in Immobilien investieren möchtest, dass du auf dem Schirm haben musst, einfach weil du natürlich durch die anderen Zeiträume, die vermietet werden, durch die größere Flexibilität und durch die, ich sag mal, Nähe zum klassischen Hotel eine ganz andere Preisstruktur hast, ja, wie du zum Beispiel Umsatz machst mit der jeweiligen Immobilie. Und ich sag mal, bei einer Auslastung 70-80%, da kommt natürlich auch signifikanter Umsatz zusammen. Und damit lässt sich ja durchaus Zins und Tilgung bestreiten. Da bleibt auch ein bisschen was übrig. Wie ist das so, wenn du darüber sprichst? Viele haben das ja vielleicht irgendwann mal gehört. Ja, Kurzzeitvermietung, Airbnb, da kann ich vielleicht ein bisschen mehr rausholen. Was hält da einen in der Regel noch so von ab? Es gibt ja immer wieder Vorbehalte. Was kennst du da?
Sie denken oft in gleichen Verhaltensmustern wie davor. Also gerade, ich komme ja aus der Ecke eben Vermögensaufbau mit Immobilien, wo es dann ganz viel im Hintergrund, man glaubt, man muss die Immobilien weiterhin besitzen und kaufen, was natürlich extrem Tempo oder extrem Geschwindigkeit aus dem Ganzen rausnimmt, weil es verändert natürlich den Kapitaleinsatz nicht. Ja. Und deswegen gibt es viel mehr daraus Potenziale, was die Menschen nach und nach erkennen, zu sagen, okay, Vermögensaufbau mit Immobilien, ich kann das Thema Kurzzeitvermietung für mich nutzen, aber weiterführend muss ich dann gar nicht mehr in dem Bereich des Eigentums bleiben, sondern kann viel schneller wachsen, viel schneller skalieren mit den anderen Potenzialen, die Kurzzeitvermietung nutzen. Also indem man sich letztlich was anmietet. Ja, richtig. Ja, es ist ganz spannend. Ich weiß gar nicht, ob ich jemals darüber gesprochen habe, aber ganz ursprünglich, also ich bin ja aufmerksam geworden auf das Thema Kurzzeitvermietung auf Bali, damals im Urlaub. Und ich hatte auch den Plan, hey, irgendwann mal anfangen, Immobilien zu kaufen, langfristig gesehen damit Vermögen aufzubauen. So, wo kommt jetzt irgendwie das Eigenkapital für den Immobilienkauf her? Und dann dachte, habe ich am Ende 1:1 zusammengezählt und gesagt, hey, Kurzzeitvermietung, was anmieten, das könnte so ein bisschen die Quelle sein, um ja genug Eigenkapital auch da permanent aufzubauen, um Immobilien kaufen zu können. So, und dann habe ich das gemacht und letztlich irgendwann mal festgestellt, hey, warte mal, das skaliert wesentlich besser, wenn ich jetzt irgendwie Liquidität rausnehmen würde bei uns aus dem Geschäft, um jetzt zum Beispiel das Eigenkapital bereitzustellen für den Kauf einer Immobilie. Mit demselben Geld könnte ich x neue Apartments aufmachen in dem Modell, das ich fahre. Und deswegen bin ich irgendwann davon abgekommen. Mag ich für die Zukunft nicht ausschließen. Momentan bin ich aber ganz froh, dass das bei uns nicht so asset-heavy ist, ne? Dass wir nicht solche Darlehensverpflichtungen im Hintergrund haben und vor allen Dingen ich mir auch nicht so viele Kopfschmerzen machen muss aufgrund der ganzen Marktsituation. Das ist ja das Schöne. Ich meine, es ist ja ein großes und kein Entweder-Oder. Ne? Das heißt, Absolut. Viele kommen durch das Thema Eigentum, lernen den Bereich Kurzzeitvermietung kennen, adaptieren dann einige Dinge für sich, stellen vielleicht was um dann in Zukunft vielleicht mehr Richtung Anmietung zu gehen. Und andere machen es andersrum. Die mieten erst an und so wie du es jetzt gerade auch gesagt hast, kommen an den Punkt zu sagen so, hey, jetzt soll mal die ein oder andere Immobilie vielleicht auch gekauft werden, klassisch im Eigentum. Und dann ist auch das möglich. Das ist ja eigentlich das Schön im Bereich der Kurzzeitvermietung, was einfach viele verschiedene Optionen bereitet. Ja, dass man es einfach auch gut kombinieren kann miteinander. Genau. Ja, also auch den Plan, wie gesagt, verworfen ist er noch nicht für die Zukunft, für den Moment bei mir einfach gerade nicht relevant. Nichtsdestotrotz, und das habe ich auch gesehen, so über das ganze letzte Jahr auch, eine sehr, sehr adäquate Handlungsoption am Ende auch für Eigentümer oder grundsätzlich für Akteure im Immobiliensegment, weil ja so viele Optionen mittlerweile gar nicht mehr da sind. Auf jeden Fall war es mir mal ein Anliegen, Leo, mit dir zu sprechen, weil ich finde diesen Hintergrund sehr, sehr spannend, dass du eben genau den Plan verfolgt hast, ja, langfristig Vermögen aufbauen mit Immobilien, die gekauft werden, die der Mieter abfinanziert, was einfach, und das muss man klar sagen, momentan nicht mehr so gut funktioniert, wie es vielleicht noch vor anderthalb Jahren der Fall gewesen ist. Und das heißt nicht, dass es gar nicht mehr funktioniert. Es gibt jetzt mittlerweile einfach auch sinkende Kaufpreise. Das muss man schon auch sehen, was dagegen wirkt. Aber tatsächlich ist es bei weitem nicht mehr so einfach wie jetzt noch vor anderthalb, zwei Jahren. Und ich finde persönlich ist es sehr, sehr wichtig, dass man da ein paar Handlungsoptionen an der Hand hat. Kurzzeitvermietung ist auf jeden Fall eine sehr, sehr probate Situation. In der aktuellen Lage, und das bekommen wir, das bekommst du, Leo, ja auch jeden Tag mit, wie sich da letztlich Lösungen auftun. Ist da vielleicht noch irgendwie eine Geschichte im Kopf geblieben, wo du dir gedacht hast, hey Mensch, da hat das Thema einfach richtig gut draufgepasst? Ja, also sowohl bei mir selber als auch, du hast vorhin gesagt, viele Gespräche, die ich führe, die eben von diesem klassischen Modell und wo man merkt, okay, irgendwie gerade in 3-4 Jahren Nachfinanzierung, das wird alles ein bisschen eng. Man möchte auch nicht aus Drang verkaufen müssen zum Beispiel. Ja, gerade jetzt nicht. Ja, gerade jetzt nicht, sondern sich einfach auch irgendwo die Flexibilität bewahren. Und da, also wie dadurch tatsächlich durch 2-3 Umstellungen, durch die Adaption, das wirkliche Erlernen von dem Thema, man auch sehr, sehr schnell Ergebnisse, messbare Ergebnisse auch irgendwo für die eigene Haushaltsrechnung, für die Cashflow-Rechnung sieht, was einfach wirklich
wenn man das Thema langfristig betreiben möchte, nachher egal ob Vermögensaufbau oder Kurzzeitvermietung mit Anmietung einfach nicht außer Acht gelassen werden kann, beziehungsweise einfach super relevant ist. Ja, und in der Praxis ist es jetzt nicht damit getan, einfach nur irgendwie die Wohnung zu möblieren, zu fotografieren mit dem Handy und bei Airbnb einzustellen, denn wenn du Kurzzeitvermietung richtig machen möchtest, dann gehört wesentlich mehr dazu, damit du lange auch was davon hast, das Ganze rechtssicher funktioniert. Und dabei helfen wir dir, nicht nur ich, sondern auch zum Beispiel der Leo hier bei B&B Pro Hosting im Rahmen unserer Trainingsprogramme, die wir anbieten. Wir können dir zeigen, wie du einsteigst in das Thema Kurzzeitvermietung, wenn du vielleicht Eigentümer bist, wie du diesen Switch hinbekommst. Und laden dich sehr, sehr gerne ein bei uns zum kostenlosen Erstgespräch, damit wir dort einfach mal drauf schauen, wo stehst du gerade, ist das was für dich und vor allen Dingen, wie können wir dir dabei helfen, deine Ziele zu erreichen, vielleicht auch weiterhin gut Vermögen aufzubauen mit Immobilien, mit dem Konzept Kurzzeitvermietung im Hintergrund. In jedem Fall würden wir uns freuen, wenn du dich bei uns meldest. Dazu gehst du auf bnbprohosting.com, kannst dich dort eintragen. Und dann schauen wir mal drauf, wo du stehst und vielleicht sprichst du ja auch dann mit Leo und würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir dich hier auf deinem Weg begleiten dürfen. In diesem Sinne herzlichen Dank fürs Reinschauen und Reinhören. Bis zum nächsten Mal. Cheers. Bye bye.